Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zum weiteren Video und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, bei der wir uns durch die wunderschöne Stadt Wien futtern. Heute zu Gast mit Paolo. Paul Unterleitner. Und zu gegebenem Anlass werden wir heute eine vegan Foodtour machen, bei der wir einfach veganes Zeug essen. Veganes Zeug essen. Und ja. Bei der wir, wie der Name schon sagt, 3 bis 4 stabile vegane Restaurants und Speisen vorstellen werden. Unter anderem habe ich für euch eine Acai Bowl, einen veganen Burger, eine vegane Pizza und eventuell noch ein veganes Eis oder mal sehen, was der Tag bringen wird. Und ja, ich hoffe, du freust dich drauf. Ich hab Bock, ich hab Hunger, du auch. Hunger habe ich auch schon. Und jetzt starten wir mit der ultimativen veganen Tour durch Wien. Viel Spaß. What? Und das erste Restaurant, das wir heute gehen werden, heißt Superfood Deli. Machst du das schon mal? Ich war tatsächlich vorgestern mit dir. Oh Mann, was ist denn los? Ich kann auch sagen, dass ich das erste Mal hier eigentlich... Nein. Auf jeden Fall, Superfood Deli ist ein Paradies für Veganer. Dort gibt es alles, was das vegane Herz begehrt. Acai Bowl, Smoothie Bowl, Porridge Bowl, Lunch Bowl. Es gibt Ingwer. Selbstgemachte Milch, genau. Selbstgemachte pflanzliche Milch natürlich. Kurkuma, Ingwer-Shots, einfach alles, was ihr braucht. Okay, gehen wir rein. Schauen wir mal, was wie lecker ist hier. Was probieren wir? Hast du schon einen Wunsch, oder? Ja. Also ich möchte auf jeden Fall den Loaded Acai Bowl nehmen. Ja. Und was willst du sonst empfehlen? So, der Laden ist auch mega süß und mega groß. Es gibt voll viele Sitzplätze. Und es ist das vierte Superfood Deli, das in Wien aufgemacht hat. Also auf jeden Fall stabile Leistung und etabliert, würde ich sagen. Und der Grund, warum ich überhaupt hierher möchte, ist, weil es hier für mich die beste Acai Bowl in der Stadt gibt. Und die möchte ich euch zeigen und auf die könnt ihr euch jetzt freuen. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es geht los. Ich habe Urhunger und wir haben einen wunderschönen Tisch am Start. Wir haben Goldlöffel. Elegant heute. Wir haben eine wundervolle Loaded Acai Bowl. Paul hat auch einen riesen Brummer, eine Acai Bowl. Das ist, glaube ich, braunes Mandelmus oben, sehe ich schon. Gutes Essen. Almond Butter Cappuccino. Es schmeckt einfach nach einer warmen Mandelmilch. Noch so ein ganz leichter Kaffeegeschmack, einfach erfüllt sich mit Wärme. Stabile Sache. Damit jetzt für den weiteren Verlauf des Videos keine Missverständnisse entstehen, Acai, Freunde. Im Deutschen neben den anderen Arten auch Kohlpalme genannt, ist eine südamerikanische Pflanzenart aus der Familie der Palmengewächse. Vor allem in Brasilien werden die Früchte und die Palmenherzen als Nahrungsmittel genutzt. Und schaut, die ist einfach beladen mit Mandelmus. Und da kommt die Acai-Masse raus. Ich schaue euch Mandelmus, das kommt einfach so gut mit dieser Acai-Masse zusammen. Los, Leute. Fruchtige Nummer. Ganz, ganz fruchtige Nummer. So eine Acai Bowl ist für mich so das Meal, das ich mir nach dem Training gönnen will. Schmeckt doch krank. Mhm. Ich glaube, das ist sogar Schokolade, oder? Schmeckt auf jeden Fall auch nice. Und ihr könnt euch den Geschmack so vorstellen, wie wenn ihr gefrorene Blaubeeren mixt oder gefrorene. Es schmeckt schon anders als Blaubeeren, aber so vom Vibe einfach gefrorene Früchte mixt. Wir haben da auch Granola. Übrigens alles bio und alles vegan in diesem Laden. Und einfach gibt den Löffel, das ist so schön, oder? 3 geslicete Bananen, Kokosraspeln, dieses Mousse. Ich sag euch, ich muss nochmal sagen, dieses Mousse, wenn sich das mit der Acai-Masse verbindet, das ist einfach Macht. Lass uns doch mal direkt weitermachen, wenn wir schon dabei sind. Mit dem einfach nur noch Apfelmousse aus, richtig krank. Ja man, wild. Das American Pie Porridge. Das sind so kleine mit Zimt bestäubte Apfelstückchen, Rosinen, das Apfelmousse und drunter Porridge-Masse. Immer noch leicht warm. Das ist ein gutes Porridge. Ja. Vor allem nicht zu süß, weil das Porridge selber ist gar nicht gesüßt wahrscheinlich. Aber dafür ist halt das Topping, bringt Kraft mit. Und perfektes Porridge für mich hat
braucht sie perfekte Konsistenz. Die Haferflocken dürfen nicht zu trocken sein, aber das Porridge darf auch nicht überkocht sein. Also wenn sich die Haferflocken schon so auflösen, ist scheiße. Und hier wurde die Konsistenz sehr gut getroffen. Also sie haben es genau zum richtigen Zeitpunkt in die Schüssel gegeben. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Kalorien wir heute den ganzen Tag essen, checkt auf jeden Fall Paus Kanal, da bekommt ihr die Zusammenfassung, die kalorische Zusammenfassung. Da seht ihr auch, das gefrorene Acai, das kann man hier noch so kaufen. Und so sieht das aus. Und das ist direkt frisch eingefrorenes Acai. Wir haben hier noch Shots zum Abschluss bekommen. Ja, das sind Kurkuma-Ingwer-Shots. Da ist so ein Stück Ingwer drin. Also tun wir uns mal was Gutes. Paul. Jawohl. Frischer Kurkuma-Ingwer-Shot, der wird scharf sein. Ich bin gespannt. Aber ist auch Apfel drin, also ein bisschen süß wird er sicher auch sein. Gib ihn. Und Zitrone. Ganz gut Sachen, muss ich sagen. Ja, es hat gute Ballaststoffe, alles stabil. Es hat gut getan. Es war ein gutes Frühstück, aber jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal was Richtiges von. Ich wollte genau dasselbe gerade sagen. Freunde, wir stehen vorm zweiten Restaurant. Und jetzt kommt eine Pizza, Freunde. Ich kann natürlich auch eine vegane Foodtour nicht machen, ohne eine Pizza zu essen. Grazie mille. Prego. Hereinspritzen. Oh. Da riecht schon krank. Wie geht's? Danke, gut, servus. Du bist hier in deinem veganen Käse, oder? Ja, im Fermento. Mario hat schon viel erzählt. Ja, sehr entspannter Laden, muss ich sagen. Angenehme Atmosphäre, bunt, friedlich. Und ja, es gibt auch eine eigene vegane Käseproduktion. Wir haben mehrere vegane Käse zum Probieren. Die werden aus Cashews und Mandeln zubereitet und natürlich auch für die Pizza verwendet. Deswegen, ich bin extrem gespannt. Ja, ich freue mich auf eine vegane Pizza. Und es gibt drei verschiedene Teigsorten. Dinkel Vollkorn, Dinkel Normal und Buchweizen. Alle drei Sauerteig. Okay, Freunde, wir haben es heute geschafft. Wir stehen vor dem Pizzaofen. Ah, Mario, du musst noch vorstellen. Mario, ja. Pizzaiolo Mario, Assistente Pizzaiolo Lukas. And then from this you give the crust, right? That you make the crust and then you open it. I did it like... It's pretty cold, why is it so cold? Yeah, because this flour you can... It's really hard to work. Breaks really easily. Aber interessant, das ist ein Skill für sich. Nicht so leicht wie normale Pizza. Das ist Tomatensauce. Und jetzt kommt der vegane Käse. Ja. Olivenöl. Ja, schade, dass Parmesan nicht vegan ist. Parmigiano fehlt leider. Bravo Pizza! Why, why, why? Da schaut her. Also da sieht man so die Größe, das ist eigentlich fast ein bisschen größer als die Hand. Das ist nicht unbedingt riesig, aber ich denke, das könnte ganz geil sein. Das ist immer dein Test, oder? Auch das Essen, wenn es größer ist, wenn es größer die Hand ist, dann ist es halbwegs okay. Also bei Pizza auf jeden Fall. Legen wir los. Wir haben einen wunderschönen Tisch, wir haben wunderschöne Farben, wir haben wunderschöne Pizzen. Kürbispizza direkt hier in der Mitte, aber die heben wir noch für später auf. Kommt mal ganz nah ran. Wir müssen mal die Konsistenz unter die Lupe nehmen. Ist halt schon wild, oder? Einfach veganer Mozzarella. Paul, was hast du? Ich habe Vegetarianer. Also Zucchini, Käse, Champignons, Blattspinat und Melanzani. Also der Teig ist halt schon wieder eine komplett andere Konsistenz wie gewohnt. Fühlt sich schon ein bisschen mehr wie Brot an. Tschüss. Okay, mein Lieber. Dann hauen wir rein. Wow. Schmeckt gesund, oder? Ja. Also ist jetzt natürlich keine... Also ja, man schmeckt auf jeden Fall, dass es jetzt Dinkelteig ist. Aber er zergeht trotzdem überraschend. Das ist mega weich, also man muss nicht reichen. Also, wenn ich jetzt Veganer wäre... Würdest du dich auf jeden Fall nicht beschweren, oder? Würde ich mich über die Pizza freuen, ne? Ja. Dann nehmen wir gleich noch ein Stück. Schaut mal da rein. Also ihr seht, da ist schon Masse da. Ja, einfach dichter. Ja, und auch schwerer. Noch Chiliöl und Knoblauchöl. Ich werde das Ganze mit Chiliöl machen. Knoblauch meinst du? Ah ja, Knoblauch. Knoblauchöl ist das Beste, Alter. Boah, schön drauffeiern. Ich küsse euch keinen mehr Dip. Es gibt nochmal Power drauf. Wenn ich Veganer wäre, würde ich mich heftig über das Ding freuen, weil das bringt schon so den Pizza-Vibe rüber. Aber gegen Luigi's Pizza. Jetzt probieren wir mal die Pumpkin.
Kürbis, die Halloween-Pizza. Da sind noch Oliven drauf, ist wieder veganer Käse drauf. Kapern und wie ihr sehen könnt, komm mal ganz nah ran. Artischock. Du kannst gerne meine Olive haben, wenn du willst. Bist du wahnsinnig. Bist du deppert? Ich habe gleich 3 Oliven auf meiner Pizza. Ich glaube, das wird jetzt eventuell ein Highlight. So ein bisschen sogar nach ist Kürbis, ja, oder? Nach Kürbisöl. Ja, bei mir riecht es nur nach Olive, aber... Das ist irgendwie weicher. Mega. Und schaut nochmal den Teig. Kann man schon machen. Und geile Idee, wie auch schon bei Luigi, mit dieser Kürbismasse einfach drunter, dann salziger Käse und die Oliven, die so ein bisschen eine Trennwand zwischen dem salzigen Käse und dem süßen Kürbis geben. Coole Idee und coole Harmonie im Mund. Ja, Freunde, Restaurant Nummer 3. Nicht weit von uns, wir befinden uns in der wunderschönen Josefstadt. Und jetzt wird es Zeit für vegane Burger. Bei Freunde der berühmten Swing Kitchen. Und was nimmst du? Ich nehme Swing Burger Combo mit dem Salat und Holunder groß. So darum, oder? Die Karte sieht schon mal sehr übersichtlich aus. Es gibt 6 verschiedene Burger, es gibt 2 Wraps, es gibt 4 Beilagen und es gibt einen Cheeseburger. Das ist so das, wofür ich auf jeden Fall hier bin. Freunde, es geht weiter. Station Nummer 3. Wir haben ein saftiges Tablett, ein schönes Tablett. Dein Salat sieht am schönsten aus, muss ich sagen. Saftige Pommes, Sweet Potato Fries und 2 saftige Burger. Einmal der Cheeseburger. Der kommt wie ein Döner mit dem Rotkraut. Ich nehme den mal kurz unter die Lupe. Da ist auf jeden Fall viel Gemüse drauf. Ich kann eine vegane Käsescheibe erkennen. Und das Patty. Ich würde sagen, so ein fettes Teil. Ja, der hat auch gut Gewicht. Und was auf deinem oben? Zeig mal. Tomatenbrotensoße. Ah, der ist auf jeden Fall simpel gehalten. Ja. Rote Soße. Aber juicy. Also ich weiß auf jeden Fall, das Brot ist kein Standardbrot, ist also eher so ein bisschen fladenmäßig, aber schmeckt richtig geil. Pita-mäßig. Ja. Also ich feier's. Okay, dann gib ihm. Lass dir schmecken. Da ist sogar Gemüse untergemischt, ist nicht nur Soja. Schaut zumindest so aus. Mein Patty. Gebt euch, das Patty ist auf jeden Fall saftig. Paul meinte, es sieht auf jeden Fall noch aus, ob Gemüse eingemischt wäre. Und es gibt auch Saft ab. Und es ist eine gute Würze drauf durch die Soße und genug Gemüse. Aber auch der Bun ist nicht trocken, der ist schön saftig. Gibt einen guten Geschmack. Und der Biss macht auf jeden Fall Spaß. Also da ist auf jeden Fall Geschmack da. Schmeckt echt. Wie man immer dazu sagen muss, dass es schmeckt wirklich. Ja. Ist auf jeden Fall, ich weiß nicht mal, welchen ich das letzte Mal gegessen habe, aber ich glaube sogar den. Die Patties sind ja alle die gleichen. Mhm. Ich muss sagen, es ist sogar ein bisschen mehr Brot als Patty. Das Verhältnis von Patty zu Brot ist nicht perfekt, gell? Ja, ich bin ein bisschen neidisch auf den, der sieht simpler und, der sieht simpler und saftiger aus, okay. Auf jeden Fall. Das ist geil. Die Soße ist auch gut. Ja. Ja, Freunde, für mich ist immer wichtig bei einem veganen Burger, dass einfach das Patty zumindest ein bisschen Saft abgibt. Das ist schon, es ist auf keinen Fall trocken. Also es ist wirklich, da ist gut Saft da. Frischer Zitronenflavor von der Mayo, ausreichend Gemüse. Und ihr seht, also es hat auch ein gutes Handling. Ja, oft vegane Burger, die sliden immer so in alle Richtungen. Aber ich bin zufrieden. Also dann kann man auch gut einfach wie einen richtigen Burger abbeißen, ohne dass das Patty einmal durch die... Das zerfällt jetzt, oder? Ja. Und crunchy Sweet Potatoes. Gitterpommes, Freunde. Perfekt, um Mayo zu schaufeln. Wie gemacht dafür einfach. Stabil. Crunchy und juicy gleichzeitig. Ich frage mich immer, wie man so Gitterpommes eigentlich produziert. Was für eine Maschine brauche ich, dass ich aus einer Kartoffel sowas rausbekomme? Immer hier schön Aioli auf dem Burger. Beste Leben. Das ist ein Biss. Schön Juice. Leute,
Wir sind am letzten Spot des Tages angekommen. Es gibt veganes Eis. Veganista, definitiv eines meiner Lieblingseissorten. Auch wenn ich jetzt sagen müsste, Milcheis oder veganes Eis, ich glaube, ich würde sogar trotzdem zu Veganista gehen. Ja, ich bin selbst auch als Nicht-Veganer oft zu Veganista gegangen, weil sie einfach so kranke Sorten haben. Das ist richtig heftig. Vor allem so mit Stückchen drin. Einfach nur krank. Hallo. Wie gesagt, immer sehr kreative Sorten bei Veganista am Start. Cookies, Zwetschge, Black Forest, Lavendel bitte. Chai und auch Zwetschge. Ja. Chai schmeckt richtig krass. Ciao. Oh, gebt euch mal die Farbe einfach. Voller Zwetschge, Chai und... Black Forest. Juicy. Das sind normalerweise Sorten, die ich nie im Leben bestellen würde. Aber ja, ich dachte mir, heute kostet. Lavendel ist halt schon special. Lavendel-Blaubeere. Lavendel ist so krass, weil es eigentlich so ein Geschmack ist, den man nur riecht. Also ich esse es nie. Wenn man es dann auf einmal im Mund hat und es schmecken kann, ist es wild. Oh, shit. Der einzige Nachteil bei vegan ist wirklich, es schmilzt einfach schneller. Und dann sind noch so lecker Fruchtstücke drin. Es wird auch alles mit richtigen Zutaten hier zubereitet, also es ist kein Pulver. Hätte sich schon kurz gelohnt zu filmen. Lass mal kurz Chai. Das Bräunliche. Das untere, gell? Ja. Das ist witzig. Lavendel, gell? Ja. Das hat man so nicht im Mund eigentlich. Ja, Chai ist auch geil. Ich sag ja, Alter, du bist ein bisschen nah, Bruder. Komm, Zwetschge probieren wir noch richtig zusammen. Geil. Und die klatschen auch gut Kugeln drauf, muss ich sagen. Also es sind keine Mini-Kugeln. Wabba. Da sieht man auch so schön fettes Fruchtfleisch und Rind. Gute Kugel. So richtig Stücke drin einfach. Ja. Schmeckt. Worauf ich mich wieder freue, sind Weihnachtsmärkte. Mhm. Also Christkindlmarkt. Mhm. Da hauen wir wieder ein Video raus, Alter. Da müssen wir dann zusammen eins machen. Ja, wirklich. Lukas und Paul essen alles auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die vegane Foodtour gefallen. Danke für die Einladung. Immer gern. Und ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben für mehr. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Drückt auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch bei Paul vorbei. Vor allem, wenn ihr wissen wollt, wie viele Kalorien wir heute gegessen haben. Und ja, macht's gut. Schönen Abend, Leute. Peace. Ciao, ciao. Peace, Freunde. Was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und herzlich willkommen... unter anderem vegan Foodtour machen, bei der wir den ganzen Tag vegan essen werden. Und wir haben... Mamma mia! Give your meat a good old rub.